Calcio Berlin, Wahlkampf, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge an diesem wunderbaren Sonntag. Ich hoffe, ihr genießt es. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzen die Genossen Levinson und Kröger. Guten Tag. Was geht ab bei euch? Wie geht's? Gut. Ja? Warum machst du mir nach? Wie, was, Pullover-mäßig? Ja, ja. Ich hatte den zuerst an. Das können wir jetzt nicht mehr. Das stimmt allerdings. Das heute kleine Jokes. Früher hat man das ernsthaft solche Kämpfe ausfalten müssen. Ja. Oh ja, in der Schule. Partnerlook war auch. War immer peinlich, wenn man in die Schule kam und zwei Leute zufällig dasselbe anhatten. Ja. Todespeinlich. Warum auch immer. Ja. Und dann gab es auch Debatten darüber, wer wem was nachgemacht hat und wer es zuerst hatte. Also Nachmacher X. Ich war klamottenmäßig meistens nicht im selben Preissegment unterwegs. Ich hatte einfach immer H&M-Klamotten die ganze Zeit. Ja, deswegen, ich muss mit C&A rumlaufen. Ja, passiert. Ja, Fishbone-Schuhe hatte ich auch mal, auf jeden Fall. Kennt ihr Fishbone? Meine Mutter hat alles selber gehäkelt, alles, was ich anhatte. Hattest nur Häkelklamotten? Ja, nur gehäkelt, ja. Auch Hosen? Ja. Gehäkelte Unterhose. Gehäkelte Hosen. Leben in kommt Luft dran. Hosen, man kennt's, ja. Was machen wir heute, ist die Frage. Wir duellieren uns in der Frage, was ist die beste Einzelleistung, die jemals ein Spieler in einem WM-Spiel erbracht hat? Also in einem einzelnen Spiel, was ist da die Performance, die Herausragung, wo man sagt, das war das Krasseste, was jemals jemand abgezogen hat? Ja. Ja. Wir haben ja schon mal über die beste Performance in einem Spiel aller Zeiten gesprochen. Ja. Bin mal gespannt, was hier jetzt alternativ kommt. Stimmt, du wir sprechen noch drüber. Du hast in diesem Video einen bestimmten Case gemacht, der sich ja fast wiederholen muss. Wir sprechen drüber. Ich bin sehr, sehr gespannt, was rankommt. Ich habe einen sehr persönlichen Case gemacht dieses Mal. Was soll's? Tendenziell ich auch. Es könnte darauf hinauslaufen, dass wir wieder ein paar Snaps haben, wo wir sagen, da haben wir ein paar Leute vergessen. Ja, so wie damals Carlo bei den besten Trainern des 21. Jahrhunderts. Nicht einmal erwähnt. Ja. Naja, Ancelotti, passiert. Also wir sind immer nur drei und wir haben nur drei Cases. Das lustige Geplänkel, wir losen mal das Ding aus. Greift mal zu. Niklas los für mich immer aus. Jedes Mal schießt das mir das Ding irgendwie zu. Gewinn die Number One. Ja! Ich bin Nummer drei. Das war ich lange. Mach mal weiter, ich komme gleich wieder. Ich bin die Nummer zwei. Was hat der denn jetzt vor? Ach, der muss einen Pulli ausziehen. Oh, guck dir das an. Das ist natürlich eine Frechheit, die er jetzt versucht, hier die Massen an sich zu reißen. Aber Banger-Trikot. Gottverdammt geiles Trikot, Alter. Puh. Ist das irgendwie vintage neu aufgelegt worden oder wie ist das? Das ist ein Replikat. Das kannst du dir original nicht leisten. 98? Ja. Weil das sieht ja brutal geil aus, Alter. Ich finde das ein roter Strich zu viel für 98. Das sieht brutal aus. Einfach nur brutal. Nee, das ist 98. Guter Start. Ich stelle mich gerade mir selber in den Trikot vor und ich werde es dir nachmachen. Das kann ich dir sagen, Alter. Guter Start. Ich schicke dir den Link. Schick mir den Link, Mann. Es wird aber natürlich in unserer unvoreingenommene Beurteilung am Ende, in der ergebnisoffenen Abstimmung, werden wir uns nicht beeinflussen lassen. Ganz kurz, bei bestes WM-Tor, weißt du, wer den Popular Vote bei Country Mile anführt? Bestes WM-Tor? Ja, wenn du so fragst, dein Case. Nee, Van Persie. Ja, klar. Van Persie? Ja, aber das liegt, glaube ich, an der Zielgruppe. In den Kommentaren, man hat sich schon abgezeichnet ein bisschen, dass da viele Leute geschrieben haben. Was waren die Alternativen? Maradona und? Bergkamp. Und die waren weit vor der Zeit der meisten Zuschauerinnen. Ja, guck, ob das heute auch ein Faktor wird. Ja, vielleicht. Du kleine Ratte. Okay. Das bedeutet, Christoph Kröger, du darfst anfangen und ich frage dich, bist du bereit? Mehr oder weniger. Ja. Ich brauch schon ein Jahr dafür. Ja. Dann deine Minute für die beste Einzelleistung bei einer Fußball-Weltmeisterschaft beginnt jetzt. Am 12. Juni 2022 kam es in diesem Format zu einem handfesten Skandal. Als zwei Leute der Meinung waren, dass Zinedine Zidans Performance 2006 gegen Brasilien die beste aller Zeiten war und er trotzdem nicht gewonnen. Vielleicht lag es auch daran, dass wir kollektiv vergessen haben, dass derselbe Spieler gegen denselben Gegner Jahre zuvor eine noch bessere Performance geliefert hat. WM-Finale 98 Frankreich gegen Brasilien, der amtierende Weltmeister mit dem besten Spieler der Welt in den eigenen Reihen gegen die junge Heimmannschaft. Und Zidane hat das gemacht, was er auch 2006 gemacht hat, das Spiel an sich gerissen, nur noch mehr. Denn ich meine damit nicht die zwei Kopfballtore, die er erzielt hat, ich rede davon, wie jeder Angriff der Franzosen über ihn ging, mit welcher Leichtigkeit er die Bälle verteilt hat. Und ich meine vor allem die genialen Pässe, die mehrfach zu 100%igen Torchancen geführt haben, aber ungenutzt blieben. Zidane war im wahrsten Sinne der Kopf dieser Mannschaft, die weiße Katze. Und anders als 2006 hat diese Performance auch zum WM-Titel geführt. Schön. Ich kenne nur die weiße Katze, die auf dem Turm wohnt in Dragon Ball. Ich nicht. Ja, nicht. Ich kenne nur die weiße Katze von ihr kennt sie. Die so macht. Ja. Gut, wer ist die Nummer 2? Nico ist die Nummer 2. Ich bin die Nummer 2, richtig. So, wir haben einen Case aus dem Jahr 98. Jetzt gucken wir mal, ob wir over oder under sind von der Jahreszahl her. Was wollt ihr sagen? Mach mal einen Tipp. Over oder under? Ich sag auch over. Okay. Also im Sinne von näher an jetzt dran, ne? Ja. Oh, ja. Okay. Bist du bereit? Ja.
Drei, zwei, eins, bitteschön. Geschmackssache, sprach der Affe und biss in die Seife. Das hat mein Vater zu allerlei Dingen gesagt, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Und deshalb habe ich mich für eine Performance entschieden, die mir vielleicht mein erstes Fußballtrauma zugefügt hat. Bei der WM 2002 spielt Deutschland Rumpelfußball. Doch Rudi Völlers Mannschaft hat zwei Stärken. Oliver Kahn und die eigene Defensive. Während man sich von einem 1:0 zum anderen mogelt und so durch die K.O.-Phase starkst, hält das Bollwerk. Nur ein Gegentor bis zum Finale. Und die große Frage lautet, würde dieses Deutschland den Überflieger des Turniers stoppen können? Kann irgendjemand Ronaldo il Fenomeno stoppen? Und die Antwort lautet, nope, überhaupt gar kein bisschen. Das 1:0 fällt, nachdem Ronaldo den Ball von einem deutschen Verteidiger zurückerobert, zu Rivaldo steckt, als einziger seinen Schuss antizipiert und den Abpraller einschiebt. Das 2:0 ist ein direkter Abschluss nach Cafus Hereingabe. Die beste Defensive des Turniers konnte ihn nicht nur nicht stoppen, sie kam nicht mal in die Nähe. Es ist das größte Spiel in Ronaldos Karriere. Das Fundament zu Brasiliens 5. Titel und der Grundstein des 2. Ballon d'Or. Und auf der größten Bühne die größte Performance des größten Stürmers aller Zeiten. Ja, hast dir 3 Sekunden gegönnt, aber ist in Ordnung. Das ist ja, wir haben letztes Mal beide überzogen. Ja, ich habe in der Probe war ich bei irgendwie 49 Sekunden. Ich bin sehr überrascht. Du hast dich ein bisschen gedehnt, hast du das Ganze hier. Meistens ist das Gegenteil der Fall. Okay. Mhm. Zip it, keiner sagt was. Das Trikot habe ich übrigens auch als Replikat. Ich weiß. Ah, nee. 98, du hast 98. Du hast quasi das von, ich, ja, von genau, dem Finale, wo er verloren gegangen ist. Ja. 2000, für alle, die sich wundern, ist Dreieck Ronaldo. 2002. Ja. Entschuldige. Bist du ready? Ja. Digga, Sevenso, dein Case für die beste Einzelleistung bei einer Fußball-WM beginnt jetzt. Brasilien gegen Deutschland, WM-Halbfinale 2014. Vor dem Anpfiff waren sich alle einig, dass es keine größere Prüfung auf dem Weg zum WM-Titel geben konnte. Nach dem Abpfiff waren sich alle einig, dass die Welt nicht mehr dieselbe war. Plötzlich lebten wir alle in einer Welt, in der Deutschland Brasilien 7:1 gedemütigt hatte. Ein Ergebnis, das auch für die Gewinner Fluch und Segen zugleich war, insbesondere für einen von ihnen. Denn dieses 7:1 war so absurd, so außergewöhnlich, dass der Weg dorthin am Ende eigentlich niemanden mehr interessierte. Über alle standen diese zwei Zahlen. 7:1. Dabei ist es leicht zu vergessen, dass dieses Ergebnis nicht vom Himmel gefallen ist. Irgendjemand musste es erschaffen. Dieser jemand heißt Toni Kroos. Er legte das 1:0 vor, leitete das 2:0 ein und machte das 3:0 und das 4:0 selbst in einem WM-Halbfinale. Nach 26 Minuten betrachtete er sein Werk und er sah, dass es gut war. Nicht nur gut, sondern die beste Einzelleistung in einem WM-Spiel aller Zeiten. Sauber in der Minute geblieben. Sehr, sehr schöner Case. Das Witzige ist, dass wir beide unsere ersten traumatischen Erlebnisse in der Fußballwelt mitgebracht haben. Weil ich war ja so ein großer Ronaldo-Fan, auch schon 98. Yeah. Und ich wollte natürlich, dass dieser Mann dieses WM-Finale gewinnt. Und dann kommt Zinedine Zidane. Aber irgendwie hat sich das eingebrannt bei mir. Ich habe da kognitiv noch gar nicht so richtig existiert bei dieser WM. Also, es war meine erste. Es war auch das erste Turnier, was ich auf jeden Fall so, habe ich nur so Bruchstückerinnerungen. Ich kann mich an das Halbfinale gegen Kroatien erinnern. Ich kann mich an das Finale erinnern, wo ich geguckt habe. Aber ich kann jetzt nicht sagen. Christian Wörns Roth. Ja, genau. Ja, das war auch so einer der ersten. Ja. Jetzt zuallererst mal Snaps. Ja. Finale. Snaps. Wir hatten jetzt schon gesagt, 2006 Zidane gegen Brasilien. Ja, also wenn wir über die beste Performance aller Zeiten sprechen und über die bei einer WM sprechen, 2006, und zwei der Meinung sind, das war die beste, dann müsste es ja eigentlich auch mit drin sein. Aber ich finde, bei diesem 98er-Spiel vergisst man, weil man diese Tore, ja, zwei Kopfballtore, Zidane hat vorher nie Kopfballtore gemacht, so. Aber man vergisst, ich habe es auch vergessen, wie gut er in diesem Spiel war, wie sehr er dieses Spiel geprägt hat. Und ich habe mir, es gibt einen schönen Zusammenschnitt bei YouTube mit sämtlichen Ballberührungen von Zidane. Und das ist halt wie 2006, weißt du, er lässt mit so einer Leichtigkeit da die Spieler aussteigen und wirklich eine potenzielle Vorlage nach der anderen. Da gibt's wirklich Szenen, wo die alleine vorm Torwart stehen und vergeben. Und das fällt halt ein bisschen hinten über, weil sie haben 3:0 gewonnen, schlägt nicht weiter zu Buche. Aber das war mindestens eine genauso beeindruckende Performance. Und es waren halt vor allem die zwei Tore mit dabei. Ich finde Snap auf jeden Fall. Erst noch ein paar, ja, genau, noch einsammeln, aber das war so. Also, SofaScore hat ja neuerdings alle WM-Spiele hochgeladen und für die Leute einzeln kategorisiert. Also, du kannst jetzt angucken, Lothar Matthäus zum Beispiel, und kannst dann gucken, seine WM-Spiele mit Noten und was er gemacht hat im Spiel. Also, Also kann man alles jetzt sehen. Ich wollte überlegen, ob ich kategorisiert oder katalogisiert sage, bin immer dazwischen gelandet. Lothar Matthäus,
Man muss lange suchen. Ich habe keine andere 10,0 gefunden. 10,0 abbekommen Lothar Matthäus für sein Spiel, das Auftaktspiel bei der WM 1990 gegen Jugoslawien, wo er zwei brutale Tore macht und einfach das dieses eine, Mittelfeld geschreddert. Genau. Wo er über ein ganzes Feld läuft. Und dann diesen Vollspannschuss mit einer Wucht drin. Also er schreddert einfach diese Mannschaft in Alleingang. Ich bin mir relativ sicher, dass das WM-Finale 1970 eine 10 für Pelé gewesen wäre. Oh ja, aber das ganze Turnier. Ja. Ich glaube, Jules Fontaine hat 4 Tore gemacht in den letzten beiden Spielen eines Turniers, irgendwann 58 oder sowas. Ja, das war sogar gegen Deutschland, glaube ich. Ja, ist absolut möglich. Platz 3 und da in dem Turnier hat er 13 Tore gemacht. Das war immer noch dieses absurde Turnier. Ja. Ein Name, den man auch hier wieder sagen kann, Manuel Neuer gegen Algerien 2014. Ja. Einmal erwähnt hier an der Stelle. Und im Umkehrschluss auch bei Oli Kahn 2002 war es halt die überragende Performance gegen über das USA Turnier und gegen die USA das als herausragend. Das war der Gegner häufiger. Nicht groß genug, um das irgendwie hier groß aufzuhängen. Aber was Kahn gegen die USA gemacht hat, war schon sehr stark. Ich habe mir jetzt nochmal angeschaut und Marcel Reif hat da kommentiert, wie der abledert gegen die deutsche Mannschaft in diesem Kommentar. Ist wirklich Marcel Reif? Ja, richtig. Marcel Reif war derzeit aber Peak Marcel Reif. Ich fand den damals richtig gut. Ja, also auch der war super damals und irgendwann im Kommentatorenbereich. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Pelé 3 Scorer in diesem Finale gegen Italien 1970, da ist schon in Ordnung. Ja. Also es gibt viele, wo auch die ganzen Turniere beeindruckend sind. Es gab ein krasses Turnier von Johan Cruyff. 74 müsste es gewesen sein, wo sie dann im Finale gegen Deutschland verloren haben. Ich glaube auch Spieler des Turniers geworden bei der WM. Ja, gibt Maradona hat einige 86, Performances, 86 natürlich. Deswegen, England, lass uns aufhören, drumherum zu kreisen. Ich hätte nur ein Case, von dem ich aber weiß, dass ich keine Chance gehabt hätte, aber ich habe ja mal für das GOATS, das Halbfinale 2006 Italien-Deutschland nochmal geguckt. Und wenn man weiß, was passiert, und wenn man weiß, dass Andrea Pirlo derjenige ist, der das Tor von Grosso einleitet, guckst du dieses Spiel, da hast du das Gefühl, 21 Leute haben die Hosen voll und Andrea Pirlo weiß, was am Ende passiert. Das ist so, wie dieses Spiel sich im Nachhinein dann gestaltet. Aber natürlich nicht stark genug, um hier drin aufzutauchen. Wollen wir auch drum herumzukreisen? Ich hab tatsächlich etwas eingereicht, was ich vergessen habe. Und zwar Rossi, 1982 oder so. Mhm. Oh, ich zufällig drüber gestolpert. Oh. Guckt euch die Highlights von diesem Spiel an, was der gegen Brasilien, 1982, genau. Was der da mit den Brasilianern macht, ist Folgendes. Auch sehr zu empfehlen. Reden wir über das, was wir heute mitgemacht haben. Ja. Wir haben oft gesprochen in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder über den sogenannten Recency Bias, dass man einfach Leistungen, die näher dran sind an dem, was gerade war, höher hängt und dass die einfach prägender hängen bleiben und dann die Leute ein bisschen bevorteilt werden im Vergleich mit Leuten oder Sachen, die weiter zurückliegen. Ich glaube, das gibt es, aber es gibt es nicht immer. Und ich glaube, die Leistungen von Zinedine Zidane fallen für uns alle und vielleicht auch viele unserer Zuschauer in so einen Korridor rein, wo wir selber Kinder und Jugendliche waren, wo das eine nostalgische Verklärung gibt, Kindheitsgefühle, die damit einhergehen, die nicht schmälern sollen, diese Leistungen. Aber nochmal, wir haben hier einen Spieler, einen Toni Kroos, der 2018, und das fällt so ein bisschen hinunter, eben weil das Ergebnis so absurd war. Aber in 2014, sorry, ja. Nicht mal innerhalb von einer halben Stunde an 4 Toren beteiligt war. 2 selbst gemacht, 1 vorbereitet. Beim 2:0, das Klose macht, spielt er den Schnittstellenpass, der das Ganze im Endeffekt öffnet. In einer halben Stunde im Alleingang einen Deckel auf dieses Ding draufsetzt. Und das wird sich für uns niemals so anfühlen, weil ich war da auch schon erwachsen, ich war da über 20. Aber in 10 Jahren, 15 Jahren wüsste ich nicht, warum dieses Spiel von Toni Kroos nicht genauso eine mystische Verklärung verdient hätte, wie die Auftritte von Zidane. Du hast vollkommen recht. Ich sag dir, warum es nicht passieren wird. Und es ist kein Argument gegen dich, weil es Toni Kroos ist und warum auch immer Deutschland Toni Kroos einfach nicht mag. Ja, das glaube ich nicht mal. Ich glaube, weil da die Mannschaftsleistung so raussticht. Weil zum Beispiel, ich finde den Case richtig gut, auch dass du ihn mitgebracht hast, aber ich hätte es nicht gewusst. Und alleine deswegen wird man nicht darüber sprechen, weil man es vergessen hat. Weil man hat dieses Ergebnis, man hat die ganze Mannschaftsperformance, aber das Spiel gilt ja nicht als krasses Spiel, weil Toni Kroos sein bestes Spiel der Karriere gemacht hat, sondern weil Deutschland einfach über Brasilien drüber gewalzt ist. Ich glaube, das wird der Grund sein. Genau, und das, wie gesagt, dieses 7:1 ist der Fluch daran, dass dieses Ergebnis in seiner Absurdität über allem steht und so ein bisschen vergessen lässt, was drumherum war. Und drumherum ist halt ein Mann gewesen, der wirklich innerhalb von einer halben Stunde das Mittelfeld dominiert hat, machen konnte, was er wollte. Und am Ende hat er so gemacht und gesagt, ich bin raus, das waren meine 4 Beiträge und das Spiel ist entschieden. Ja. 26 Minuten. Finde ich auch gut. Ich bin überhaupt froh, dass du überhaupt was gesagt hast in der Minute. Ja, stimmt, das ist Toni Kroos 2014. Ja, genau. Da wäre ich auf die Nase mitgefallen. Das ging diesmal nicht. Kurz zu Ronaldo 2002 noch, weil man denkt immer an die Karriere von Ronaldo, man denkt immer sofort an das What if, wenn das Knie heil geblieben wäre. Am Ende des Tages hat der Mann 2 Ballon d'Ors gewonnen, ist 2-facher Weltmeister. Und wenn man auf seine Karriere zurückschaut, das ist das Spiel. Das ist sein größtes Spiel. Ne? Vielleicht hat er irgendwo mal
eine bessere Leistung gebracht. Er hat bei Eindhoven gerne mal 4 Tore gemacht, bei Barca hat er 4er-Packs geschnürt. Nö. Aber das hier, er hat die beste Defensive dieses Turniers alleine auseinandergeschraubt. Das erste Tor ist das Wichtigste dafür. Guckt euch das erste Tor nochmal an. Denn niemand hat damit was anderes zu tun, außer er. Rivaldos Schuss, das Beste ist, dabei Carsten Ramelow zu beobachten. Weil Carsten Ramelow ist im Kopf wirklich, der ist nicht langsamer, der ist ja auf einem anderen Planeten als Ronaldo. Ich tue mich so ein ganz kleines bisschen schwer damit, dass du das ins, es war sie vielleicht auf dem Papier, aber das ins Feld führst als beste Defensive des Turniers. Ja, weil es war eine deutsche Gurkentruppe. Die haben am wenigsten Tore kassiert. Fangen wir nicht wieder mit der Pässe an. Die standen Nico, mit 10 Nico. Leuten vorm eigenen Kasten. Nico, du hast, nur ganz kurz, du hast letztens zu mir gesagt, wir versuchen das ganz ruhig zu machen. Die Mannschaft, die den höchsten Punkteschnitt hat, ist die beste Europas. Das ist deine Argumentation für Manchester City. Eine wenn von wir, vielen. Wenn wir jetzt sagen, dass die beste Defensive des Turniers nicht anhand der Gegentore während eines Turniers gelesen wird, dann muss ich hier wirklich aus dem Fenster springen. Mach dich mal ehrlich, wenn das nicht gerade dein Case wäre, ich verstehe, was du machst, und wir einfach neutral drüber reden würden, ob das wirklich die beste Defensive war oder ob die auf dem Weg ins Finale gegen erstens Gemüse gespielt haben und zweitens einfach nur Oliver Kahn hatten, dann wäre deine ehrliche Antwort schon relativ nah an 2 dran. Meine ehrliche Antwort ist, die beste Defensive eines Turniers ist die, die am wenigsten Tore kassiert. Okay. Das ist ja relativ logisch, denn wenn du nachher googelst, beste Defensive der WM 2002. Ja, aber das ist ja eine. Wir haben unseren Punkt gemacht. Also, ihr lügt euch selbst in die Tasche, das macht ihr. Ja. Das waren einfach 2 Fünferreihen, die da standen, die einfach sehr, sehr schwer zu bespielen waren. Und du hast gesagt, die Gegnerqualität war jetzt auch nicht so geil. Revolutionär von Rudi Völler damals mit Wingbacks zu spielen, ne? Ja. Wingback Marco Bode und Thorsten Frings im Finale. 5-5-0. Also, umso beeindruckender, gegen 2 tiefe Blöcke als Mittelstürmer das Ding zu entscheiden. Aber, also, es fällt mir sehr, sehr schwer, gegen meinen Lieblingsspieler aller Zeiten zu argumentieren. Aber ja, es war das größte Spiel in Ronaldos Karriere. Mit Abstand. Aber war es eine so krasse individuelle Performance? Ich weiß nicht, weil ja, er hat die 2 Tore gemacht. Und ja, die Gegner sahen alt aus. Aber ich glaube, eins davon ist auch einem krassen individuellen Fehler passiert, den er eiskalt ausgenutzt hat. Er hat es eingeleitet, die Aktion, ne? Ja, ja. Er erobert den Ball wieder von Thomas Linke, steckt ihn zu Rivaldo, der schießt. Und er ist der Einzige, der einläuft und auf dem Abpraller spekuliert. Das ist für mich Einzelleistung genug. Und am Ende des Tages auch da wieder, ne? Die nackten Fakten sind halt, er hat Brasilien zu diesem WM-Titel getragen. Er hat im Finale mit Abstand war er der beste Spieler auf dem Feld und hat beide Tore erzielt. Das hat sie dann auch gemacht. Ja, ja, ja. Aber ich sag ja auch nichts gegen sie dann, weil ich ja kein Ungläubiger bin. Ungläubiger bei Ronaldo. Ich weiß nicht, ungläubig bei der besten Defensive. Ob sie getragen werden mussten im Finale gegen dieses Rudi Völler Deutschland, I don't know. Also ich erkenne das an, dass das. Ja, das ist Deutschland. Naja, es ist ein Doppelpack im Finale, das ist unheimlich wichtig, das ist ein Riesenspiel, das größte von der Bühne seiner Karriere sicherlich. Aber wie gesagt, ich möchte diesen Finalgegner, der Deutschland damals war, einfach nicht zu hoch gehängt wissen. Unglaublich. Das ist so meine persönliche Einschätzung dazu. Wollen wir abstimmen? Wollen wir schon abstimmen? Oder, also, du hast ja also deinen Case gemacht und hast dich zurückgelehnt. War, ja, ich hab da direkt sehr, danach ja nochmal. Was hat das denn nochmal? Aber. Hä? Was war das denn nochmal? Ah, ja, stimmt, Toni Kroos, ja, ja. Boah, nee, also, das war alles, was du gerade über Ronaldo gesagt hast und zum Titel tragen und so weiter, das trifft ja auf sie dann auch zu. Der hat ja auch 2 Buden gemacht. Wir reden aber über die, ja gut, ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt ums Gesamtturnier geht, reden wir ja nicht drüber, ne? Ein Spiel. Ein Spiel. Also, okay, okay. Ja. Weil es zum Titel getragen klingt, so als ob er über das gesamte Turnier. Also, er war jetzt ja nicht schlecht in dem Turnier, es waren aber seine ersten beiden Turniertore. Aber ohne das 3-0 von Emmanuel Petit in der 93. Minute hätten die das Ding nie gewonnen, also. Also, wie gesagt, was mich halt überrascht hat, ist, wie viele Riesenchancen Frankreich in dem Spiel noch hatte. Man muss fairerweise auch dazu sagen, dass Ronaldo, dass es dem nicht gut ging in dem Spiel. Und vielleicht wäre es ein anderes Spiel gewesen. Aber die Performance von Ronaldo, die Performance von Zidane hätte ein fitter Ronaldo ja auch nicht verhindert. Aber jetzt, sehr spannend an der Stelle, nur kurz Tipp an die Zuschauer, wenn ihr nichts über die Geschichte wisst von Ronaldo und dem WM-Finale 98, gerne mal ein bisschen in die Recherche gehen. Das ist sehr, sehr mysteriös und spannend. Es steht bis heute nicht fest, was. Bevor wir abstimmen, letztes Input von mir. Ja. Macht euch frei davon, wer es war, wenn ihr einfach nur hört, WM-Halbfinale gegen Brasilien, 5-facher Weltmeister in Brasilien, und ihr hört von einem Spieler, der in diesem Halbfinale innerhalb, selbst wenn wir das eingeleitete Tor rausnehmen, in 26 Minuten 2 Tore macht und 1 vorbereitet. Und dann gibt es noch einen Spieler, der überhaupt erst Brasilien zum 5-fachen Weltmeister gemacht hat. Und es war im Finale. Okay, komm, ja, du hast recht, du hast ja vollkommen recht. Eine Sache. Das ist ein guter Case. Ich tue mich auch sehr schwer. Wer das zweite Sisu-Tor vorgelegt hat in diesem Finale? Juri Djorkaeff. Ja. Lautern-Legende. Na sowas. Okay, ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich tue mich auch schwer.
Weil das Ding ist, natürlich hatte ich Ronaldo auf dem Schirm. Selbstverständlich. Wen ich nicht auf dem Schirm hatte, ist Toni Kroos. Und der würfelt jetzt so ein bisschen was durcheinander bei mir. Tatsächlich kann ich genau dasselbe sagen. Ja. Wenn Deutschland Toni schon nicht liebt, müssen wir ihn dann nicht lieben. Du liebst ja Deutschland nicht, eindeutig. Hast ja gerade gesagt. Nee, mach ich doch nicht. 2002, ja, ich mach ich doch nicht. Also, den Satz wirst du mir nicht entlocken hier, dass ich Deutschland liebe. Also. Das krieg ich auch noch hin irgendwann. Irgendwie werde ich dich kriegen. Oh, ich tue mich richtig schwer. Die Frage ist halt, wäre ohne Toni Kroos, da wären vielleicht ein, zwei Tore weniger gefallen, okay. Aber hätte Deutschland ohne Toni Kroos nicht so ein. Irgendjemand muss derjenige sein, der aus dem Jenga-Turm den Stein rauszieht, der das Ding zum Sturz bringt. Er muss erst fallen. Wenn das Tor nicht fällt, wenn die Tore nicht fallen, wer weiß, ob Brasilien nicht noch einen Weg in dieses Halbfinale reinfindet. Brasilien hat so overpaced. Ja, die haben halt. Deutschland hätte auch ohne Toni Kroos Tore gemacht. Genug, glaube ich. Ah, das ist ja natürlich hypothetisch. Das ist so schwer. Ich muss mich entscheiden. Kann ich gegen Ronaldo stimmen? Du hast auch schon, ne? Mhm. Okay. Es nervt mich ein bisschen, dass man hier nur eine Stimme abgeben kann. Ja. Weil du musst zuerst. Ich muss zuerst. Ja. Und ich musste mich entscheiden zwischen zwei der größten Fußballer aller Zeiten. Ich entscheide mich nicht wegen Ronaldo gegen Ronaldo, aber ich entscheide mich wegen Rudi Völlers 2002 Deutschland gegen Ronaldo. Das hält dann doch nicht mit zwei Finaltoren gegen das Brasilien von 98. Und deswegen geht meine Stimme an den Herrn Zizou. Finde ich übrigens sehr fair. Also finde ich wirklich fair, aber natürlich war das Brasilien in diesem Finale 98 nicht viel besser als Deutschland 2002. Die Mannschaft war viel besser auf dem Papier, die Leistung war es nicht. Die Leistung war nicht gut, das stimmt. Die waren gefickt nach dem Ronaldo-Ausfall, die waren im Kopf schon besiegt. Ja, es gibt ja halt Gerüchte darüber, dass er am Morgen einen epileptischen Anfall hatte, wo ihm noch die Zunge aus dem Mund gezogen werden musste. Ja. Das nimmt eine Mannschaft, glaube ich, auch ganz schön mit. Also, das ist nicht ohne. Ich kann nicht, also ich habe das, was Christoph gerade gesagt hat, trifft auf mich zu. Ich hatte Toni Kroos nicht als Case auf dem Schirm. Aber ich finde ihn sehr gut. Toni Kroos 14. Habe ich auch. Finde ich gut. Respektabel. Finde ich aber. Finde ich einen Skandal. Das ist der zweite Skandal. Ja? Ich lache über dich. Du lachst über mich, wenn du dasselbe stimmst. Ja, weil ich ja nicht für meinen Case stimmen darf. Du bist ein richtiger Nostalgia-Merchant bist du, Alter. Guck dir das Spiel an. Ja, guck dir das Spiel an. Ja, okay. In dem Spiel, wo 80 Leute getroffen haben und der ein paar mehr vorbereitet. Ich finde den Case ja auch gut. Aber wie um alles in der Welt kann Zidane zweimal mit diesem Performances verlieren? Zidane hat das mehr Marketing für sich going, Alter. Ist einfach so. Marketing. Ja, ist so. Aber scheinbar ja nicht genug, wenn er immer verliert. Ja, Marketing, Nostalgia, was auch immer. Oh, hätte ich für Ronaldo gestimmt. Hätte ich bloß für Ronaldo. Dann hätten wir jetzt noch mal reden müssen. Ja, müssen wir jetzt aber so nicht, denn Toni Kroos 2014 ist die beste Einzelleistung bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Christoph Krüger kann damit nicht gut leben, aber er wird es lernen. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Das ist der zweite Skandal.